Willkommen zu uns Reifens 22, My Team Karriere mit Audi, diesmal in Imola. Ja, ich freue mich, es ist schon der 6. Run in unserer Karriere und man kann, ja, auf einen guten Erfolg zurückblicken. Abonniert aber unbedingt gerne mal den Channel, kosten uns das nächste Mal passt, lasst doch gerne einen Daumen da und schaut auch unbedingt gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram und auch gerne auf iTunes-Tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll, würde mich extrem freuen, aber jetzt mal zurück hier. Wir konnten im letzten Rennen tatsächlich unser erstes Podium holen. Schaut gerne oben rechts vorbei, da habe ich euch das Video verlinkt. 4,9 Kilometer, 19 Kurven und eine DS-Zone machen eigentlich Imola nicht zu einer sehr überholprächtigen Strecke. Dennoch würde ich sagen, ich mag die Strecke sehr. Weiß nun noch nicht ganz, ob es meine Mod liegt. Jetzt geht's mal hier in unser Short One-Shot Short Qualifying und mal gucken. Es ist ja kein Sprint mehr in diesem Jahr auf dieser Strecke, deswegen wird es ein bisschen entspannter. Wir hatten ja schon unseren ersten in Aserbaidschan, den nächsten dann erst in Spielberg. Jetzt Richtung Turn 1 können wir hier auf dem 11. Platz, 12. Platz, 8. Platz, sehr spät gebremst. Nur der Exit ist natürlich verdammt wichtig. Da sehen wir schon den Geist von Leclerc, der ein bisschen davon zieht. Aber ja, das ist vielleicht ein, zwei Zehntel und das ist schon der letzte Platz. Also das Fahrerfeld ist sehr eng zusammen oder besser gesagt sehr eng zusammen. Meine ja, größte Schwäche ist eigentlich der erste Sektor und hier auch leicht verbremst. Das ist natürlich gar nicht gut. Und unsere Motorkomponenten sind auch schon sehr am Limit. Wir müssen jetzt entweder dieses oder dann nächstes Rennen sollten wir echt schon mal an einen ja, Komponententausch denken. Aber ich würde mal sagen, wir warten Monaco noch ab, denn das ist sowieso der Killer für mein Getriebe. Aber da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Wir kommen hier sehr schwach raus. Ja, die Leclerc-Schicksalskugel muss ein bisschen rausreißen. Jing und Zhang. Ja, der Exit war toll. Und das ist der 14., 13. Platz hier. Gut, ich glaube, das... So, jetzt geht es runter in die letzten, ja, ins letzte Eck hier zweimal links das Motodromo und dann der Exit natürlich verdammt wichtig. Nur mit dem Reifen nicht, ja, es war jetzt eher semi-gut ins Kiesbett gekommen, das hat nochmal einen Platz gekostet. Es ist P14 geworden, das ist okay. Aufpassen, denn danach geht es bergauf und wer nicht gut aus der Kurve herauskommt, wird dort viel Zeit verlieren. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Direkt vor George Russell, der das Rennen von Platz 2 aus startet. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Perez, Hamilton, Leclerc, Norris, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Stroll, Bottas, Ocon, Magnussen, der Wissenschaftler, Tsunoda, Gasly, Sainz, Albon, Joe, Hülkenberg, Sargent, Doohan, Sargent. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. So, dann und hier sind wir nun in unseren 5. Rennen, in unserer F1 23, nein, 6. Rennen. Los geht's hier mal. Die Rotenlichter genauso und so Start wie immer bombastisch. Wir kommen hier direkt einmal zurück. Ocon verbern. Bottas jetzt stockt's ein bisschen. Da müssen wir uns einen leichten Platz verschaffen. Da gibt's safe eine Verwarnung wegen Kollision. Und ja, war mir klar. Und da sehen wir unsere Lücke. Und das ist genau vor unseren Rivalen Lando Norris. Da können wir gut reinhalten. Oh mein Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Reifen waren dann doch noch ein bisschen kalt. Und so sind wir auf dem 8. Platz. Fernando Alonso, Oscar Piastri. Und da vorne ist noch einer. Die haben da so wie eine kleine Kampfgruppe. Es ist noch Charles Leclerc. Na, wird natürlich auch darauf ankommen, welchen Reifen wer fährt. Das war auch eine Überlegung, zuerst einen härteren Reifen zu nehmen oder so. Aber ich dachte mir dann, ja, wir sind eh eher langsam auf dieser Strecke und dann noch ein Risiko eingehen. Nein, lieber nicht. Ich male mir hier ehrlich gesagt nicht die größten Chancen. Also der 8. Platz wäre schon okay. Natürlich immer Tendenz nach vorne. Alonso, glaube ich, könnten wir holen. Stroll aber hinter uns. Guckt euch das oben links an. Piastri, Alonso. Also wir haben ganz oben eine McLaren, ganz unten eine McLaren und dazwischen, wir sind so ein bisschen im McLaren-Sandwich und die McLaren, und die Aston Martin sind nochmal im Sandwich der McLaren und ich bin in beiden Sandwich drin. Also wir sind da ein bisschen in der Mitte drin, Fernando Alonso, das könnte gut werden, denn Piastri, denke ich mal, ist noch nicht der erfahrenste Fahrer. Wir sind ja gerade mit dem 6. Rennen und Oscar Piastri ist das 1. Rennen und ja, jetzt wird es halt interessant werden. Es gibt auch schon die ersten normalen Rennen. Ja, ich will aber auch, ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, es sind 22 Runden und da musst du jetzt natürlich auch mal abwiegen, denn das wird ein harter erster Stint mit den roten Reifen. Mindestens 8, 9, wenn es gut läuft, 10 Runden. Jetzt gucken wir uns mal hier den Start an. Max Verstappen von der Pole, daneben George Russell und der ist unfassbar.
grottig weggekommen. Ich glaube, da sind gleich beide Red Bull durchgeschlüpft, also halt der eine Red Bull durchgeschlüpft und hier gab es dann diese Berührung mit Bottas. Ich musste mir Platz verschaffen, ich war ja vorne und ich konnte da jetzt leider auch nicht unbedingt ja, mit dem Platz herumgehen. Generell die italienischen Strecken fallen mir auf, sind alle unfassbar eng. Also auch wenn ich dann Imola denke, Turn 1, die ist auch unfassbar eng und da kommen wir fast mit einem, ja, mit einem Wegflieger aus der dritten Kurve raus, das ist gar nicht gut gewesen. So, aber konnten wir uns auch mal ordnen, sortieren und ich glaube wirklich Alonso oder Piastri könnten eine interessante Sache werden. Wir sind noch immer noch im DS-Fenster in der dritten Runde, aber wir sollten es natürlich auch bis Start und Ziel das halten. Jetzt ist Oscar Piastri, hat die Position an Fernando Alonso verloren und jetzt heißt es natürlich auch für uns, jo, das ist sehr hart, ich gehe aber auch immer vom Gas runter, deswegen gibt es auch keine Verwarnung. Jetzt im Windschatten könnte das was mit Oscar Piastri werden. Rechts antäuschen und links vorbei, ganz spät reinbremsen. Und das ist die siebte, der siebte Platz, 6 Punkte. Ist natürlich gut, der Oversteer war gar nicht gut. Wir nehmen zwar das DRS von Piastri mit, aber das Ding ist halt natürlich, dass du dir auch keinen Fehler erlauben darfst. Denn gerade auf dieser Strecke ist das Kiesbett echt nah und ich sehe echt eine gute Chance, auch an Fernando Alonso vorbeizukommen. Bin mir da aber natürlich nicht ganz sicher, denn er ist schon ein echt toller Fahrer und ich will halt auch teilweise echt zu viel aus dem Auto rausholen. Und ja, da kommt fast Piastri wieder und Alonso und Stroll fighten anscheinend ein bisschen. Also die sind da jetzt mal außen weg, also die sind schon 1,6 Sekunden hinten. Das ist aber auch gut für uns, denn jetzt haben wir ehrlich gesagt nur Piastri, der uns ein bisschen Druck macht. Dennoch, ich muss sagen, der siebte Platz ist auf jeden Fall gut, also da kann man nicht meckern. Jetzt sind wir in der sechsten Runde und wir rutschen hier zwar ein bisschen durch den ersten Sektor. Das Setup ist unfassbar aggressiv eingestellt. Ich wollte natürlich im Qualifying das Maximum rausholen, aber ich glaube P13 oder so, keine Ahnung, war jetzt nicht gerade die beste Leistung. Im ersten Sektor verlieren wir zwar ordentlich, da haben wir eine halbe Sekunde verloren, aber ich glaube, der eigentliche Störenfried da hinten ist Oscar Piastri, denn der hat da so einen kleinen Train hinter sich. Sieht zwar aus, als ob wir dieser Zuganführer wären, aber wir können uns da immer wieder absetzen. Hinter Piastri dann Stroll und viele mehr. Da kommen wir viel zu weit raus, können da ein bisschen, können uns da dran sorgen und dann täuschen wir rechts an und gehen dann links ganz spät rein. Also keine Berührung, das würde ich mal sagen, war ein cleanes Überholmanöver. Also hat auch ordentlich Spaß gemacht. Wir sind in der 9. Runde und ja, im Gegensatz zu den anderen werden meine Reifen tatsächlich immer besser. Also meine Reifen werden von Runde zu Runde besser. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich werde hier 5., 6. Runde irgendwie Probleme bekommen. Nö, ist nicht so. Meine Rundenzeiten werden eigentlich bleiben konstant auf einer 1,20 und wir können hier mit diesen roten Reifen eigentlich gut und sind gut unterwegs, holen auch teilweise auf Alonso und Leclerc wieder auf. Verlieren aber auch natürlich ein bisschen. Trotzdem, die Hinterleute kommen nicht nach. Wir sind aktuell, also dieser Reifen, glaube ich, erlebt gerade seinen zweiten Frühling. Das ist toll, wie dieser Reifen arbeitet. Jetzt aber dann doch ja, ein bisschen nachgibt. 3,5 Sekunden konnten wir uns dann Vorsprung auf Piastri rausbauen. Also das ist, finde ich, meiner Meinung nach sehr toll. Wir sind auf dem dritten Platz. Das ist auch extrem geil. Haben gerade die Hälfte der Renndistanz, aber jetzt gehen wir mal rein. Unser Motor leuchtet schon ein bisschen gelb. Wir werden aber dieses und vermutlich auch Monte Carlo noch mit diesen Motorkomponenten fahren und dann alles austauschen. Ab in die Box zum hoffentlich einzigen Boxenstopp heute. Und jetzt geht's rein, nur nicht verkacken. Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen Gap, 0,2, trotzdem nur 2,5 bis 2,5 Sekunden. Das ist unsere Boxencrew einfach noch ein bisschen zu schwach. Trotzdem diesmal Gott sei Dank keine Mängel. Jetzt heißt es natürlich, vielleicht sind wir ein bisschen näher an Fernando dran, aber das sieht mir nicht so. Nein, absolut nicht. Ich glaube, das könnten fast 10 Sekunden sein oder so, oder? Das sind safe über 5. Ja, 6 sogar. Das ist, oder? Ja, 7. Ja, über 8. Oh mein Gott, okay, das war natürlich jetzt ein Big L, dass wir länger gefahren sind. Trotzdem muss man sagen, Bottas ist jetzt natürlich hinter uns ganz knapp. Auch Esteban Ocon, die waren aber noch nicht in der Box, deswegen. Oh doch, Esteban war in der Box. Der hat einen Overcut gegen Norrie und Piastri gemacht. Das ist natürlich toll für ihn. Oh mein Gott, ja, ich probiere natürlich einiges hier aus, möchte alles geben. Es sind noch 9 Runden, jetzt sind es noch 10 Runden zu gehen, die Reifen sollten easy durchhalten und ich bin echt, ja, sehr stolz auf mein Reifenmanagement, ich muss sagen, gerade am Anfang dachte ich mir, oh mein Gott, das wird hardcore, natürlich mit jedem Upgrade wird das Auto besser, wir sind jetzt in der 15. von 22 Runden, haben von hinten eigentlich kaum Druck, es sind immer um die 1,5 bis 2 Sekunden vorne hinten.
konnten wir sogar ein bisschen Gap zufahren. Aber ich glaube, das liegt doch dran, weil Hamilton mit Alonso fightet. Ich glaube, da vorne haben wir einfach noch all in all noch nicht so viel zu suchen. Es ist immer so ein bisschen das Mittelfeld oder Best of the Rest, also der siebte Platz, ist manchmal drin. Also halt einfach hinter den beiden Red Bulls, hinter mindestens einem Ferrari, den beiden Mercedes und ja, Fernando Alonso. Also da sehe ich uns auch ein bisschen. Und wir müssen halt auch immer noch ein bisschen hoffen, dass da einer ausscheidet, dass wir vielleicht noch weiter nach vorne kommen. Das ist halt ein bisschen, das Abwarten jetzt, das wird noch ein, zwei Seasons dauern, bis wir dann wirklich auch siegesfähig sind, konkurrenzsiegesfähig gegen die drei Top-Teams, sagen wir fast gegen die vier, fünf Top-Teams. Also ich sehe ja da, also gegen die drei Top-Teams mal und dann natürlich gegen Aston Martin, den ersten Verfolger, aber auch natürlich gegen Norris, also gegen McLaren und auch gegen Alpine, die sind ja auch so ein bisschen die Hinterherfahrenden. Die fighten ja ein bisschen um den Best of the Rest Posten. Und ja, jetzt heißt es natürlich einfach mal, jedes Rennen alles mitnehmen, was geht. Es ist natürlich wichtig, schon auf die nächste Season zu gucken. Und das werden wir dann auch machen. Und jetzt mal einfach nur das Auto fertig entwickeln. Hier schwanzeln wir, wie wir in Österreich sagen, richtig aus der Kurve raus. Also das Heck kommt richtig. Da war fast Piastri wieder vorbei. Das hat im Auto nicht so hart ausgesehen. Also ich war ja natürlich vorne. Wir mussten eine 3-Sekunden-Strafe einbüßen, eben wegen oben. Also wir sind einmal, glaube ich, unten in diesem Loch, sind wir links neben die Strecke gekommen und zweimal dann bei dieser Zickzack-Kurve, wo Leclerc seinen Crash hatte. Also das, da kann ich aber auch nichts machen. Es ist halt, du pusht und pusht und pusht und pusht. Willst natürlich auch näher nach vorne kommen und willst doch auch nicht, dass sich die Hinteren überholen. Wir haben aber Gott sei Dank einen knappen 5 Sekunden Vorsprung zu Esteban Ocon und können da mit gelassenem Auge drauf blicken. Natürlich, wenn der jetzt ein bisschen aufdreht oder noch mehr rausholen kann, wird das noch knapp. 74% haben wir Motor und 56% Getriebe. Es ist immer noch unser erstes Aggregat, also das ist, glaube ich, auch noch okay. Wir werden auch noch Monaco mit dem Motor durchziehen. Und wir werden dann in Spanien hoffentlich planungsmäßig, ich glaube, das Getriebe könnte eine echt knappe Sache werden in Spanien. In Monaco. Also es werden da knapp 6, 27 Runden. Und da wirklich 50, 60 Mal pro Runde schalten. Das könnte im Getriebe schon ordentlich zusetzen. Jetzt der Kiesbett greifen, jetzt geht's in die letzte Runde, Leute. Ich freue mich extrem. Wir nehmen hier wieder wichtige 6 Punkte mit. Konnten uns gegen einen sehr strongen Lando Norris gegen, wieder einmal einen Aston Martin durchsetzen. Also ist halt immer wieder Stroll. Aber trotzdem, auch gegen Sainz, obwohl ich den den habe ich nicht mal das ganze Rennen gesehen, der hat einfach eine scheiß Strategie. Also ich glaube, das mit Gelb oder so gestartet und dann auf Weiß gegangen. Eine ganz, ganz dumme Ferrari-typische Strategie. Trotzdem muss man sagen, einfach nur toll. Ich freue mich da. Man kann nichts sagen. Wir konnten die Positionen mitnehmen und das kann noch eine spannende Season werden, würde ich sagen. Jetzt geht es noch einmal hier ein bisschen durch die letzten Kurven durch, nur nicht noch mehr Strafen kassieren. Das könnte nämlich dann auf jeden Fall unseren 7. Platz hier kosten. Jetzt geht es noch einmal in diese verhängnisvolle Kurve. Schneide ich aber ordentlich. Da nehme ich auch die Verwarnung mit, das war klar. Nach so einem langen Rennen, für mich sind das ehrlich gesagt lange Rennen, denn die sind auch echt unnormal anstrengend, wenn die immer so lang sind. Also ich freue mich, dass es 35% Rennen gibt, denn ich war nie ein Fan der 50% Rennen, auch wenn da viel passiert und strategisch natürlich einiges drin ist, aber jetzt sehen wir auch die karierte Flagge. 1,1 Sekunden trennen uns hier nur von Esteban Ocon. Dennoch muss ich sagen, wir haben es geschafft. Das ist der 7. Platz. Und man darf nicht vergessen, wir sind von 14 gestartet, also ich freue mich immer wieder. Die Qualifying. Sieg für das Team aus Milton Keynes nach einer vortrefflichen Leistung. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren.
Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. So, das war nun die Siegerehrung. Waren wir natürlich nicht drauf. Ist natürlich blöd, dass ich hier die Strafe kassiert habe. Das ist auch in der Rivalität natürlich jetzt nicht so toll. 44 Punkte haben wir. Finde ich eigentlich sehr strong, dass wir nur 13 Punkte weniger als ein Ferrari-Pilot haben. Also das war schon mal auf jeden Fall wesentlich mehr. Und trotzdem muss ich sagen, ich freue mich extrem. Das Rennen hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn wir größtenteils von diesem Rennen eigentlich alleine gefahren sind. Und das ist auch der Podiumsplatzierung schaffen wir beide nicht, aber Endposition war ich dann immerhin vorne. Also, ja, all in all war es ein okayes Rennen. Es war nicht gerade eine beste Leistung, also es war nicht ausragend. Ja, okay, sagen wir mal, es war jetzt nicht so übertrieben gut. Trotzdem muss ich sagen, für mich war es ein sehr tolles Wochenende. Wir konnten ein sehr cooles Rennen fahren und mal ohne Sprint, muss ich sagen, gefällt mir Imola fast noch besser. Also Imola ist wirklich cool ohne Sprint. Und für heute war es mal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Das heutige Wort, was ihr mir hinten rein, also das heutige Lockwort ist, ja, Silly Season. Die wird jetzt auch bald starten. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Und ja, das Lockwort ist das Wort, das ihr mir in die Kommentare schreibt, das auch dann mit einem Like belohnt wird, falls ihr bis zum Schluss dran bleibt. Und abonniert doch gerne, falls ihr das noch nicht habt. Lasst gerne ein Däumchen oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Macht die 13k voll. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao. Morgen Monaco, oh mein Gott.